zeige euch mal ein Muster für den Januar, was wir in der PASA-Pfaff-Gruppe von Kirsten Schreiweiß als Aufgabe haben. Das heißt, es gibt jetzt jeden Monat ein Muster und ich werde euch zeigen, wie ihr das stricken könnt, sowohl auf der Duo wie auch auf der E6000. Ich wünsche allen viel Spaß. Wenn wir uns für den Test entscheiden, dann können wir bestimmen, wie viele Nadeln wir rechts und links nehmen. Wenn wir nichts bestimmen, nimmt der Test von alleine 20 rechts und 20 links. Der Test fordert dann 20 Reihen mit Kontrastfarbe, strickt dann 60 Reihen das Muster und strickt dann wieder 20 Reihen Kontrastfarbe. Wenn ihr den Test nicht macht, dann geht es jetzt ganz normal weiter. SX, GX und wieder eine Reihe 0, Kurbel wieder oben und so sehen dann die Einstellung der Nadeln und der Stöße aus. Ich verlinke euch oben nochmal den Teil 2, da ist Anschlag 1 erklärt. Wer den Test gemacht hat, der bekommt jetzt den Hinweis für Fremdgarn. So, nachdem ihr nun eure Maschenprobe gemacht habt, fangt ihr jetzt mit dem Muster an. Also der Anschlag ist wie gehabt und jetzt fängt das Muster an. In meinem Falle habe ich mich entschieden für einen Schal und habe jetzt hier meine Maschengröße für den Schal eingestellt. Das heißt, ich habe meine Zentimeter für Reihen und Maschen ausgerechnet und das ist jetzt die Maschenanzahl für meinen Schal. Also es geht los, es fängt wieder mit der Konsole an. So, ich habe jetzt praktisch den Anschlag gemacht und nun gehe ich auf das Muster. Das heißt, ich sage jetzt A bis C. Also SX möchte die Konsole. Hinten GX, es ist wieder die Reihe 0. Reihe 0 betätigt. Kurbel oben. Stöße eingestellt. Die Stöße sind so eingestellt wie die Nadeln in 1-1. Also jeder zweite Stößer ist in Arbeit. Genau passend zur Nadel. Nachdem ich Stößer bestätigt habe und wieder eine Reihe 0, soll ich nun für hinten die Maschen einstellen. Das bestätige ich. Die Farbe einfädeln. Und die Maschengröße-Kontrolle. Die stelle ich jetzt auf 6,5. Die Abstreifer orange kommen rein. Und vorne stelle ich das Schloss auf KX. So sieht es nun aus. KX. 6,5. Abstreifer sind drin, Faden ist drin. Reihenzähler 0 und hinten ist das Schloss auf GX gestellt. Zwei Reihen sind mit GX hinten und vorne KX gestrickt. Nun sagt mir die Konsole, hinten auf N stellen, das Schloss. Ich habe vier Reihen N gestrickt, nun sagt mir die Konsole, hinten das Schloss auf GX stellen und ich stricke wieder zwei Reihen GX. Das wechselt sich ab, das heißt, ich stricke nun 60 Reihen hoch, zwei Reihen GX, vier Reihen N. Ansonsten ändert sich nichts, die gesamte Einstellung bleibt bestehen. Thank you.
Zum Abschluss seht ihr jetzt hier nochmal die Zeichnung für die Duomatik. Es ist im Musterbuch Seite 34 in der Mitte. Die 1 bedeutet, dass die Kurbel oben ist. Die 2 bedeutet Abstreifer. In diesem Falle Abstreifer orange, weil sie nicht schwarz hinterlegt sind. Dann seht ihr 4 Reihen N und AX, Farbe 1, 2 Reihen GX, N, Farbe 2. In unserem Falle ist das jetzt ja nur eine Farbe. Und ihr müsst bedenken, dass ihr den Pfeil auf dem vorderen Schloss nach links drückt. Die Stößer finde ich nicht so gut erklärt, also es ist nicht sehr gut zu erkennen, zumindest die vorderen. Da muss ich sagen, ist es in der E6000 besser gezeichnet. Aber ihr könnt hier einfach sehen, dass ihr hier, hier habt ihr einen Stößer und hier habt ihr einen Stößer. Also immer, wo die Punkte sind, ist der Stößer in Ruhestellung und immer, wo ihr einen Strich seht, ist der Stößer in Arbeit. Und in diesem Falle ist er natürlich immer hier mit den jeweiligen Nadeln auch in Arbeit. Hinten sind keine Stößer, hinten sind nur die Nadeln und praktisch versetzt wie 1-1.